Beispiel System zweiter Ordnung, PT2. So, wir wollen jetzt den Amplitudengang und den Phasengang, also sprich die zwei Darstellungsformen des Frequenzganges, in einem konkreten Beispiel bestimmen. Dazu nehmen wir uns ein System natürlich wieder zweiter Ordnung, weil das einfach die sinnvollsten Beispiele sind, an denen man so etwas relativ gut zeigen kann. Dieses System zweiter Ordnung mit der Übertragungsfunktion 0,1 durch s² plus s plus 1 hat ja jetzt, wie jedes System zweiter Ordnung, drei Parameter, nämlich einmal eine Eigenfrequenz, eine Dämpfung und einen stationären Verstärkungsfaktor. Und wir hatten schon im vorherigen Semester gelernt, wie man aus so einer konkreten Übertragungsfunktion diese drei konkreten Parameterwerte herausbekommen kann. Es geschieht nämlich so, dass man sich hier als erstes das absolute Glied des Nenners anguckt und einfach noch wusste, dass das letzte Glied in der allgemeinen Form Omega 0 Quadrat ist, also weiß man, dass Omega 0 Quadrat gleich 1 ist. Wenn Omega 0 Quadrat gleich 1 ist, ist Omega halt auch gleich 1. Dann weiß man, dass hier im Zähler in allgemeiner Form K Omega 0 Quadrat steht. Wenn also Omega 0 Quadrat gerade gleich 1 ist und K Omega 0 Quadrat 0,1 ist, dann muss eben das K, der stationäre Verstärkungsfaktor, eben 0,1 sein. Und dann weiß man, dass der Faktor vor dem linearen Glied 2d Omega 0 ist. Und wenn also Omega 0 jetzt gleich 1 ist, 2d mal 1, also insgesamt auch 1 ist, dann muss d gleich 0,5 sein. Also halten wir fest, Omega 0 Quadrat, also sprich Omega 0 gleich 1, k gleich 0,1 und d gleich 0,5. Wir brauchen diese Information nachher später, wenn wir uns überlegen wollen, wo das Bode-Diagramm losgeht und wo es möglicherweise Resonanzerscheinungen hat und so weiter. Als erstes machen wir jetzt einen ganz formalen Schritt. Wir gehen nämlich von dieser Übertragungsfunktion mit diesem komplexen S, mit dieser komplexen Frequenz in den Frequenzbereich, wo wir den Frequenzgang, und das ist etwas, was wir jetzt ohne Herleitung annehmen, dadurch erhalten, dass wir das S durch J Omega ersetzen. Wir haben ja vorher mal gesagt, dass dieses S eben eine komplexe Größe mit einem Sigma plus J Omega ist, also einem Realteil und einem Imaginärteil. Und wie gesagt, ohne Herleitung akzeptieren wir jetzt bitte einfach, dass wir aus der Übertragungsfunktion in S zum Frequenzgang in Omega kommen, indem wir für das S J Omega einsetzen. So machen wir das ganz konkret. Dann gibt es hier für dieses S Quadrat ein J Omega Quadrat, für dieses S ein J Omega. Das war es dann auch schon mit der Einsetzerei. Jetzt müssen wir das Ganze im Nenner reell machen. Wie geschieht das? Indem wir erstmal gucken, was ist denn im Nenner überhaupt real und imaginär. Wir haben hier eine 1, die ist real, und dieses J Omega Quadrat mit der gleichen Argumentation wie vorher. J Quadrat ist minus 1, also auch dieses J Omega Quadrat insgesamt nur ein minus Omega Quadrat. Das ist der Realteil, und dann bleibt noch ein J Omega, das ist der Imaginärteil. So, wie konnten wir jetzt erreichen, dass der Nenner reell wird? Da ist ja noch ein Imaginärteil, indem wir konjugiert komplex erweitern. Was bedeutet das? Mit dem negativen Imaginärteil und dem Realteil zusammen erweitern. Also Realteil ist 1 minus Omega Quadrat, Imaginärteil war ja Omega, negatives Vorzeichen vor das J Omega. Und wir haben das, womit wir erweitern wollen. Und dann hatten wir gezeigt, dass das dann im Endeffekt, wenn man d mal d plus d mal d plus d mal d rechnet, dass das im Endeffekt Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat, auch wieder wegen J mal Omega mal J mal Omega, gibt zusammen Minus Omega Quadrat mit dem negativen Vorzeichen zusammen ein Plus Omega Quadrat. Und im Zähler gibt es halt einfach nur 0,1 mal diesen Term. So, und jetzt argumentieren wir, dass wir einen Frequenzgang haben, der ja komplex ist. Das heißt, wir haben also ein G von J Omega, ein Frequenzgang, in dem immer noch komplexe Größen auftreten, sowohl da als auch da, und der demzufolge insgesamt komplex ist. Und der Weg, wie wir jetzt aus dem komplexen Frequenzgang zum Amplitudengang und zum Phasengang kommen, ist, dass wir den Betrag und die Phase dieser komplexen Größe, dieser komplexen Funktion berechnen.
Also der Amplitudengang ist jetzt der Betrag des komplexen Frequenzganges und der Phasengang ist das Argument, der Winkel, die Phasenverschiebung dieser komplexen Größe g von j Omega. Also machen wir erstmal den Betrag und da sehen Sie jetzt, weshalb wir den Quotienten zweier möglicherweise komplexer Zahlen brauchen, weil wir haben eben jetzt im Nenner ja hier eine komplexe Zahl und im Zähler nun gut, nur eine reelle, aber auch alle reellen Zahlen gehören ja zu den komplexen. Also können wir in allgemeiner Form sagen, wir haben oben und unten komplexe Zahlen und der Quotient dieser beiden komplexen Zahlen ist ja jetzt Zählerbetrag durch Nennerbetrag. Und da wir im Zähler ja schon nur eine 0,1 haben, also nur einen Realteil, ist der Betrag, der sich ja auch als Wurzel aus Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat ergibt, eben gleich dem Realteil. Der Imaginärteil ist ja 0 und demzufolge ist eben der Betrag einer rein reellen Zahl natürlich gleich der Zahl der reellen Zahlen selber, also 0,1. Und im Nenner müssen wir aber jetzt tatsächlich Wurzel aus Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. Und nochmal, 1 minus Omega Quadrat ist der Realteil und Omega ist der Imaginärteil, also die beiden Quadrieren und daraus die Wurzel ziehen. Das ist jetzt die Funktion in allgemeiner Form, in Abhängigkeit von Omega, wie wir für diese Übertragungsfunktion den Amplitudengang berechnen und nachher auch darstellen können. Das gleiche machen wir beim Phasengang. Da erinnern wir uns, dass der Phasenwinkel eines Quotienten zweier komplexer Zahlen sich dadurch ergab, dass man den Phasenwinkel des Zählers minus Phasenwinkel des Nenners nimmt. Können wir nochmal einmal kurz zurückblättern an der Stelle, wo das irgendwo stand. Wo sind wir? Da sind wir. Phasenwinkel eines Quotienten zweier komplexer Zahlen ist eben Phasenwinkel des Zählers minus Phasenwinkel des Nenners oder eben der Arkustangens von Imaginärteil zu Realteil des Zählers minus Arkustangens Imaginär zu Real des Nenners. Und wenn wir das eben jetzt konkret machen, dann haben wir hier oben im Zähler ja nur eine reelle Zahl. Nun, wie groß ist der Phasenwinkel dieser reellen Zahl? Die Zahl selber, diese 0,1, liegt ja auf der reellen Achse. Und da der Phasenwinkel ja definiert ist als der Winkel zwischen dem Zeiger zur Zahl und der positiv reellen Achse, wenn jetzt die Zahl selber schon auf der reellen Achse liegt im positiven Bereich, ist der Winkel natürlich 0. Und wenn der Winkel 0 ist, ist demzufolge der erste Arkustangens eben auch ein Arkustangens von 0, der ist 0. Deswegen steht hier nur noch der Arkustangens des Nenners mit negativem Vorzeichen. Also denken Sie sich da vor, einen Arkustangens von 0, der eben 0 ist, für den Zählerwinkel. Und im Nenner muss man jetzt eben auch wieder Arkustangens Imaginärteil, das ist das Omega vor dem J, durch 1 minus Omega Quadrat, das ist der Realteil. Noch andere Argumentationen, wie man argumentieren könnte, dass diese reelle Zahl tatsächlich einen Phasenwinkel von 0 hat. Einerseits eben sich zu überlegen, wo sie liegt und dann den Phasenwinkel sich vorzustellen oder eben ganz formal zu argumentieren, das ist immer der Arkustangens Imaginärteil durch Realteil. Gut, wie groß ist der Imaginärteil? Der ist natürlich 0. Hier steht ja quasi plus j mal 0. Also demzufolge haben wir ein Imaginärteil von 0. Also ist der Arkustangens von 0 durch 0,1. 0 durch 0,1 ist 0, Arkustangens von 0 ist 0. Also auch so kann man sich überlegen, dass halt eine rein reelle Zahl keinen Phasenwinkel hat. So, damit haben wir jetzt auch den Phasengang in Abhängigkeit von Omega bestimmt. Das ist also der Arkustangens dieser Funktion in Abhängigkeit von Omega. Zum nächsten Schritt geht es jetzt darum, sowohl den Amplitudengang als auch den Phasengang grafisch darzustellen. Das passiert auf der nächsten Seite. Man sieht also hier zwei Diagramme, einmal den Amplitudengang in Dezibel über der Frequenz aufgetragen und einmal den Phasengang in Grad über der Frequenz aufgetragen. Wir werden, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, solche Frequenzgänge, solche Bode-Diagramme, wie sie dann heißen, aufzutragen, ein ziemlich sicheres Gefühl dafür kriegen, wie die so aussehen. Und wir werden die dann einfach durch so ein paar geraden Züge und vielleicht nochmal so einen kleinen Pieks an der Resonanzstelle annähern. Und ja, dazu machen wir jetzt ein paar Grenzwertbetrachtungen. Der erste Grenzwert, über den wir uns Gedanken machen wollen, ist, was passiert für sehr kleine Frequenzen? Und um nochmal darauf hinzuweisen, wir tragen die Frequenz Omega hier logarithmisch
auf. Das heißt, der Abstand zwischen 1 und 10 ist genau der gleiche Abstand wie zwischen 10 und 100. Ja, was also eigentlich ein Faktor 10 ist, ist hier eben einfach die Zunahme von 10 bis 100 in logarithmischer Darstellung. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass hier an dieser Stelle, ganz wichtig, nicht 0 Omega-Einheiten, also 0 Hertz oder steht, sondern dass hier 0,1 steht und hier würde 0,01 und so weiter sein. Das heißt, um es nochmal zu sagen, das haben wir auch uns vorher hier schon überlegt, die 0 in einer logarithmischen Skalierung liegt bei minus unendlich, also ganz links. Okay, was uns also jetzt interessiert ist, wie groß ist denn das Amplitudenverhältnis bei sehr kleinen Frequenzen? Kriegen wir das raus? Wir blättern nochmal zurück. Wie kriegen wir das Amplitudenverhältnis bei sehr kleinen Frequenzen raus? Relativ einfach, indem wir einfach hier für Omega 0 einsetzen. Dann steht hier eine 0, 1 minus 0, Quadrat bleibt 1, hier kommt eine 0, Wurzel aus 1 bleibt 1, es bleibt also 0,1 übrig. Wieso steht jetzt hier minus 20 statt 0,1? Weil 0,1 minus 20 dB sind. Genauso wie, als wir hier gesehen haben, 10, ein Faktor mal 10, 20 dB sind und eine negative dB-Zahl bedeutet, dass wir durch den entsprechenden Faktor teilen, erhalten wir also, wenn wir minus 20 dB haben, 1 durch 10, also 0,1. Und das ist ja genau der Wert, den wir hier haben wollen. 0,1 für sehr kleine Frequenzen. Deswegen geht diese Kurve für Omega gegen 0, also ganz weit links, mit minus 20 dB los. Als nächstes schnappen wir uns wieder einen besonderen Wert, nämlich den Wert bei Omega gleich 1. Warum gerade bei Omega gleich 1? Weil, wie wir gesehen haben, die Eigenfrequenz des Systems, die Resonanzfrequenz in diesem Falle, bei Omega gleich 1 liegt, bei Omega 0 gleich 1. Was passiert im Amplitudengang, wenn Omega gleich 1 ist? Auch da steht dann 1 minus 1 zum Quadrat, das ist dann 0 zusammen zum Quadrat, bleibt 0 und hier steht eine 1. Also kriegen wir auch in diesem Fall wieder 0,1 raus, was dann bedeutet, dass für Omega gleich 1 wir auch wieder einen Wert von 0,1 oder eben minus 20 dB rauskriegen. Ja, und dazwischen geht diese Kurve ein bisschen weiter nach oben. Man sieht also hier, dass die da etwas oberhalb von minus 20 dB liegt. Und das ist etwas, was wir jetzt eben nur so aus der Erfahrung heraus sagen können. Wir wissen ja, dass die Dämpfung, Sie erinnern sich, wie groß war die Dämpfung? Das war 2 d Omega 0, also war die Dämpfung 0,5. Und wenn die Dämpfung 0,5 ist, dann weiß man eben einfach aus Erfahrung, dass es hier so eine klitzekleine Resonanzüberhöhung gibt, wo also die Amplitude ein bisschen größer wird als der Startwert und der Wert bei der Eigenfrequenz selber. Das werden wir später anhand mehrerer Beispiele lernen. Und dann bleibt jetzt nur noch die Frage, was passiert für sehr große Frequenzen, wenn Omega also immer größer wird? Und wenn wir uns da die Formel angucken, können wir auch mit großer Sicherheit sagen, was passiert, nämlich wenn dieses Omega immer größer wird, quadriert wird es wieder positiv und dieses Omega immer größer wird, dann wird insgesamt der Nenner immer größer, wird über alle Grenzen wachsen und damit geht der gesamte Ausdruck natürlich gegen 0. Und nochmal, was bedeutet 0? Ich blätter nochmal zurück. Ein Faktor von 0 bedeutet minus unendlich dB. Das heißt, für große Omegas wird diese Kurve gegen minus unendlich dB gehen. Und jetzt gibt es etwas zu lernen, was Sie an dieser Kurve zwar sehr gut sehen können, was man aus der Formel aber nur mit etwas größeren Schwierigkeiten herleiten kann, deswegen sparen wir uns auch das. Lernen Sie bitte einfach, dass für jede Ordnung des Systems diese Amplitudenkurve nach der Resonanzstelle mit minus 20 dB pro Dekade abfällt. Was bedeutet das konkret? Wie groß ist die Ordnung dieses Systems? Wir haben ein System zweiter Ordnung. Es ist ein S-Quadrat hier, es ist ein PT2, ein Proportionalverzögerungsglied zweiter Ordnung. Also System zweiter Ordnung, also für jede Ordnung des Systems mit minus 20 dB. Das bedeutet zweiter Ordnung, also mit minus 40 dB pro Dekade.
Das bedeutet Dekade. Nun, eine Dekade ist immer von 1 bis 10, von 10 bis 100 und so weiter. Das heißt, für jede Dekade, meinetwegen von 1 bis 10, fällt die Kurve mit minus 40 dB, nämlich von minus 20 dB hier runter innerhalb dieser Dekade bis auf minus 60 dB. Und innerhalb dieser Dekade von 10 bis 100 um auch wieder minus 40 dB, von minus 60 dB auf minus 100 dB. Also bitte nochmal merken, für jede Ordnung des Systems fällt diese Kurve nach der Resonanzstelle mit minus 20 dB pro Dekade. System zweiter Ordnung also mit minus 40 dB pro Dekade. So, und was macht jetzt der Phasengang? Ich blätter nochmal zurück. Wir haben ja gesagt, das ist irgendwie so eine Arkustangensfunktion. Da weiß man ungefähr, wie so eine Arkustangensfunktion aussieht, so ein liegender Tangens. Und der ist natürlich auch abhängig von Omega, diese Funktion. Nun, was passiert für kleine Omegas? Wenn Omega gegen 0 geht, dann fällt der Term weg, dann fällt hier oben, hier steht eine 0, 0 durch 1 ist 0, Arkustangens von 0 ist 0. Das heißt, diese Kurve beginnt, für kleine Omegas irgendwo auch bei 0 Grad. Hier ist natürlich nochmal nicht Omega gleich 0, weil Omega wird ja logarithmisch aufgetragen. Hier ist eben Omega gleich 0,1, aber die Kurve beginnt für kleine Omegas irgendwo hier bei minus unendlich, ganz links, eben mit 0 Grad. So, was passiert für spezielle Omegas? Setzen wir beispielsweise mal Omega gleich 1, die Eckfrequenz, die Eigenfrequenz, die Resonanzfrequenz ein. Wenn Omega gleich 1 ist, also gleich Omega 0, erinnern sich, Omega 0 Quadrat war 1, Omega 0 ist gleich 1, dann steht hier 1 durch 1 minus 1 Quadrat. 1 minus 1 ist 0, 1 durch 0 ist unendlich. Und was ist der Arkustangens von unendlich? Wann wird der Tangens irgendwann mal unendlich? Bei Pi halbe, oder, weil hier ein negatives Vorzeichen vorsteht, bei minus Pi halbe. Also bei der Eckfrequenz Omega gleich Omega 0 gleich 1 haben wir also eine Phasenverschiebung von minus Pi halbe, von minus 90 Grad. Und dann geht das Ganze angeblich gegen minus 180 Grad. Kann das sein? Ja, das kann sein, deswegen, weil nochmal für sehr große Omegas, wenn Omega also gegen unendlich geht, wenn hier also ein unendlich steht, hier oben auch nochmal ein unendlich, aber dadurch, dass das Quadrat hier unten steht, wird also dann natürlich der Nenner mehr unendlich als der Zähler oder schneller unendlich, dann steht hier schlussendlich immer noch 1 durch unendlich und das ist 0 und der Arkustangens von 0 ist ja eigentlich 0, aber wir erinnern uns, der Arkustangens oder der Tangens selber ist periodisch in Pi, also in 180 Grad. Das heißt, wir können die Kurve eben auch beliebig um 180 Grad jeweils verschieben, nach links oder rechts beim Tangens oder nach oben und unten beim Arkustangens. Und demzufolge ist auch der Wert bei Pi, also bei 180 Grad, der Tangenswert eben auch 0. Also könnte dieser Arkustangens von 0 ebenso gut auch 180 Grad oder Pi sein. Deswegen passt das eben dann, dass er für unendlich große Omegas eben auch gegen minus Pi geht. Und weil wir eben gesagt haben, insgesamt ist das eben dieser liegende Tangens, irgendwie scheint diese Funktion hier so auch vernünftigerweise durchzugehen. Auch bei dieser Funktion gibt es eben so eine Merkregel. Das heißt, für jede Ordnung des Systems gibt es eine maximale Phasenverschiebung von Pi halbe, von 90 Grad. Und da wir in diesem Fall ein System zweiter Ordnung haben, ist die maximale Phasenverschiebung also 2 mal 90 Grad, also minus 180 Grad. Und auch das kann man sich gleich merken. Bei der Eckfrequenz haben wir genau die halbe Phasen, die halbe maximale Phasenverschiebung, also nicht von 0 bis minus 180, sondern gerade die Hälfte, nämlich minus 90 Grad. So, was haben wir jetzt hier gelernt? Wir können jetzt aus einer Übertragungsfunktion, indem wir S gleich J Omega setzen, den Frequenzgang bestimmen, aus dem Frequenzgang, Amplituden- und Phasengang, indem wir Betrag und Phase dieser komplexen Größe berechnen und wir können das Ganze grafisch darstellen. Amplitudengang, Phasengang und diese beiden zusammen nennen wir jetzt Bode-Diagramm. Das heißt, das Bode-Diagramm stellt den Amplitudenverlauf und den Phasenverlauf über der Frequenz dar.
Jetzt wollen wir noch eine zweite Darstellungsform des Frequenzganges kennenlernen. Wir haben ja hier gesehen, dass das Bode-Diagramm aus dem Amplituden- und dem Phasengang besteht. Das heißt, dass wir den Betrag und die Phase dieses komplexen Frequenzganges bestimmt haben. Wir haben aber auch gelernt, dass man eine komplexe Zahl entweder über Betrag und Phase darstellt oder aber über Real- und Imaginärteil. Und diese Darstellung Real- und Imaginärteil, die wird uns jetzt die zweite Darstellungsform eines Frequenzganges liefern, nämlich die sogenannte Nyquist-Ortskurve. Das heißt, für diese Nyquist-Ortskurve müssen wir jetzt von dieser komplexen Größe Frequenzgang nicht den Betrag und die Phase, wie beim Bode-Diagramm, sondern den Real- und den Imaginärteil bestimmen. Und das haben wir hier schon vorbereitet in dieser Gleichung, denn wir haben hier schon konjugiert komplex erweitert, sodass der Nenner nur noch reell ist und können jetzt den Realteil und den Imaginärteil einzeln ablesen. Nämlich, wie lautet der Realteil dieser Größe? Nun, das ist der Realteil des Zählers, also 0,1 mal 1 minus Omega Quadrat, also dieser Teil dividiert durch den Nenner. Also mit anderen Worten, wir schneiden hier auf und betrachten diesen Teil hier als Realteil. Ich blätter mal einmal weiter, der steht hier. Der Realteil von g von j Omega ist also 0,1 mal 1 minus Omega Quadrat durch den Nenner. Und wie kriegen wir den Imaginärteil? Nun, das ist dieses negative Vorzeichen, dieses Omega durch den Nenner. Und siehe, stopp, wir haben noch die 0,1 vergessen, die stand hier vorne vor. Also 0,1, negatives Vorzeichen und das Omega durch den Realteil des Nenners. Das steht hier. Das ist also der Imaginärteil. Und jetzt haben wir zwei Größen, Real- und Imaginärteil, die beide von Omega abhängen. Und die wollen wir jetzt in der sogenannten Nyquist-Ortskurve übereinander darstellen. Das heißt, wir wollen den Realteil hier auf der Abszisse haben und den J mal Imaginärteil auf der Ordinate. Und das Omega, das ja in beiden diesen Funktionen auftritt, soll jetzt anders als beim Bode-Diagramm, wo das Omega ja auf der Abszisse war, soll jetzt der Parameter an dieser Kurve sein. Das heißt, wir wollen uns jetzt überlegen, dass für bestimmte Omegas wir einen Punkt auf dieser Kurve erhalten. Also wir werden gleich sehen, für Omega gleich 0 sind wir hier. Wenn das Omega jetzt immer größer wird, bewegen wir uns auf dieser Kurve, haben hier das Omega gleich 1 und wenn Omega immer größer wird, läuft diese Kurve hier in den Ursprung rein. Das wollen wir uns jetzt auch ein bisschen genauer überlegen, wie diese Kurvenform für so ein System zweiter Ordnung zustande kommt. Auch dazu betrachten wir wieder jetzt ein paar Spezialwerte für Omega. Fangen wir also mal mit Omega gleich 0 an. Was passiert für Omega gleich 0? Was passiert hier im Nenner, der ja in beiden Fällen der gleiche ist? Hier eine 0, gibt da eine 1, Quadrat, plus 0. Also der Nenner scheint 1 zu sein, den können wir also vernachlässigen. Und im Zähler für kleine Omegas, für Omega gleich 0, bleibt 1 minus 0 mal 0,1, bleibt nur eine 0,1 über. Im Realteil. Was bleibt im Imaginärteil? Nenner ist wieder gleich 1. Und im Zähler bleibt wirklich eine 0 über. Das heißt, diese Kurve, der Nyquist-Ortskurve, beginnt für kleine Omegas bei 0,1 Realteil, Imaginärteil gleich 0, also wirklich auf der reellen Achse bei 0,1. Deswegen steht hier die 0,1. Das ist der Wert auf der reellen Achse. Für Omega gleich 0 beginnt die Kurve hier in diesem Punkt. Einen weiteren Wert, den hatten wir auch schon im Bode-Diagramm eben betrachtet, das ist der Wert für Omega gleich 1. Was passiert da? Wenn Omega gleich 1 ist, dann steht hier 1 minus 1, das ist 0, also wird der Zähler 0. Und im Nenner steht hier die 0 und da die 1, das heißt insgesamt kommt für den Realteil eine 0 raus. Für den Imaginärteil bei Omega gleich 1 kommt hier oben im Zähler eine minus 0,1 und unten kommt auch wieder eine 1 raus. Also haben wir nur noch einen Imaginärteil von minus 0,1. Das ist dieser Punkt. Denn dort ist der Realteil gleich 0 und nur der Imaginärteil ist minus 1, also auf der Achse bei minus 1 j. Und wie sieht jetzt der Kurvenverlauf zwischen diesen beiden Punkten aus? Dazu verwenden wir eine weitere Information, nämlich dass man den Betrag und die Phase in dieser Nyquist-Ortskurve sehr schön ablesen kann. Also das, was wir im Bode-Diagramm jetzt eben gerade betrachtet haben, nämlich aufgeteilt
über Omega den Betrag und die Phase des Frequenzganges einzeln, können wir jetzt auch hier in dieser Nyquist-Ortskurve ablesen. Denn der Betrag ist tatsächlich der Abstand dieses Punktes oder jedes Punktes auf der Nyquist-Ortskurve vom Ursprung. Und die Phase ist wieder der Winkel dieses Fahrstrahles zu dem Punkt auf der Nyquist-Ortskurve bezogen auf die positiv reelle Achse. Das heißt, für diesen Punkt hier irgendwo auf dieser Nyquist-Ortskurve zwischen Omega gleich 0 und Omega gleich 1 ist der Phasenwinkel vielleicht ungefähr 45 Grad und der Betrag vielleicht, ja, und da müssen wir mal abschätzen, es sieht so aus, als ob diese Kurve hier nicht so ein Halb- oder ein Viertelkreis ist, sondern hier so ein bisschen ausgebeult ist. Das heißt, der Betrag scheint also ein bisschen größer zu sein als 0,1. Ist das plausibel? Ja, das ist es, denn wir haben festgestellt, zwischen 0, also da wo das Omega sehr klein ist, und der Eckfrequenz Omega gleich 1, wird die Amplitude ein bisschen größer als diese minus 20 dB. Nochmal, minus 20 dB entsprach genau dieser 0,1. Wenn also diese Kurve genau auf der minus 20 dB-Achse laufen würde, dann hätten wir hier einen Viertelkreis. Weil dann wäre für jeden Punkt zwischen Omega gleich 0 und Omega gleich 1 der Betrag immer genau 0,1 minus 20 dB. Da aber die Kurve hier ein bisschen größer wird, der Verstärkungsfaktor also ein bisschen größer wird, muss die Kurve hier etwas ausgebeult sein, dieser Zeiger also da ein bisschen länger sein. Das heißt, wir finden also alle Informationen, die wir hier im Bode-Diagramm finden, in der Nyquist-Ortskurve wieder. Den Amplitudenverlauf, der hier von bei minus 20 dB, also 0,1 anfängt, ein bisschen größer wird und dann wieder bei 0,1 landet. Und auch den Phasenverlauf, der bei 0 Grad anfängt und dann bei Omega gleich 1 bei der Eckfrequenz bei minus 90 Grad ist, finden wir auch wieder, denn wir fangen hier oben ja mit einem Phi von 0 an und das Phi wird immer größer ins Negative, bis es dann an dieser Stelle einen Winkel von 90 Grad hat. So, wie geht es dann weiter? Was passiert, wenn das Omega dann noch größer wird als 1? Nun, was sehen wir hier in der Kurve? Hinter Omega gleich 1 wird der Betrag das Verlauf immer kleiner, also geht in negative dB-Bereiche, wird also kleiner, kleiner, kleiner und die Phase geht schlussendlich von minus 90 Grad auf minus 180 Grad. Wie sieht das jetzt in der Nyquist-Ortskurve aus? Gucken wir uns das mal an. Von hier gehen wir jetzt weiter. Der Fahrstrahl vom Ursprung hier an irgendeinen Punkt der Kurve, der wird tatsächlich von der Amplitude immer kleiner werden, bis er dann irgendwann 0 geworden ist. Und der Winkel, über den diese Kurve in den Ursprung reinläuft, muss minus 180 Grad sein. Für große Omegas wird also die Amplitude beliebig klein und der Winkel minus 180 Grad. Das heißt, die Kurve rauscht über die negativ reelle Achse in den Ursprung. Gucken wir uns nochmal an, ob das mit real und Imaginärteil passt, wenn Omega sehr groß ist. Wenn Omega also sehr groß ist, ist der Zähler, da oben der Zähler wird gegen unendlich gehen. Der Nenner wird auch gegen unendlich gehen, aber was man eindeutig sieht, ist, dass der Nenner hier so ein Omega hoch 4 beinhaltet und damit ist die Nennerpotenz größer als die Zählerpotenz, also wird der Realteil langfristig gegen 0 gehen. Und die gleiche Argumentation gilt eben auch für den Imaginärteil, auch da haben wir hier ein Omega hoch 4 und im Zähler nur ein Omega, also wird auch der Nenner für große Omegas größer werden als der Zähler. Und damit wird auch der Imaginärteil gegen 0 gehen. Und das entspricht eben der Tatsache, dass wir schlussendlich wieder im Ursprung landen. So, was haben wir hier jetzt also kennengelernt? Neben dem Bode-Diagramm, das den Betrag und die Phase des komplexen Frequenzganges einzeln darstellt, haben wir jetzt eine weitere Möglichkeit kennengelernt, nämlich die Nyquist-Ortskurve, die den Realteil und den Imaginärteil übereinander aufträgt und bei der Parameter an dieser einen Kurve die Frequenz Omega ist. Diese beiden Informationen, Bode-Diagramm und Nyquist-Ortskurve, liefern
in beiden Fällen den gleichen Informationsgehalt, sind eben nur unterschiedliche Darstellungsformen. Einmal Betrag und Phase und einmal nach realen Imaginärteil aufgeteilt.